Hallo mein Freund und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auch in diesem Video beantworte ich wieder die Fragen aus der Community bzw. einige Anregungen. Einige Leute von euch schreiben ja wirklich sehr super Kommentare, sehr große Kommentare, sehr respektvoll, aber kritisch. Kritik, damit kann ich umgehen und das finde ich sehr gut. Und einer dieser Leute, der kommuniziert hat, das ist der Waschbär, so nennt er sich. Ich werde dich natürlich auch hier mal verlinken, dass du weißt, dass du erwähnt wurdest. Er schreibt sehr lange Kommentare, das freut mich natürlich. Auch sehr kritisch, ich versuche da immer so ein bisschen drauf einzugehen. Waschbär macht schon seit einigen Jahren oder viele, viele Jahre Wing Chun und hat da wahrscheinlich auch so eine gewisse Expertise. Wir kennen uns nicht persönlich, aber ein Kommentar hat er mit einem abschließenden Frage kommentiert. Und so schreibt er, warum soll man jahrelang hart trainieren für eine Selbstverteidigungssituation, die bei den meisten gar nicht eintritt? So, und jetzt müsst ihr natürlich wissen, wir hier, also ich und mit meinen Jungs und Mädels oder wir auf diesem Kanal, wir trainieren Wing Chun im Zuge der Selbstverteidigung. Ja, also auch wenn dieser Kanal viele Aspekte abdeckt, wir machen ja hier einen Podcast, wir haben ja auch einige Vlogs, es gibt auch eine Reaction, also viel Gequatsche natürlich auch. So ist es allerdings im wahren Leben bei uns so, wenn wir hier trainieren, da wird nicht viel gelabert. Natürlich zwischendurch muss das sein, ne? Aber dann wird auch mal richtig Gas gegeben und so muss es auch sein. So, also warum trainiert man dann die ganze Zeit zum Beispiel bei mir Selbstverteidigung für eine Situation, die niemals eintritt? Also wenn ich Banker bin und gehe los und brauche das alles nicht beruflich und wohne vielleicht nicht gerade irgendwo in einer Gegend, die ein Kriminalitätsschwerpunkt warum sollte ich dann das trainieren und so viel Kohle dafür latzen? Ja? Wing Chun ist ja auch nicht ganz preiswert und es kostet ja auch einiges an Geld, eine ganze Stange an Geld. Warum sollte ich das also machen? Warum soll ich das trainieren, wenn diese Selbstverteidigungssituation niemals eintritt? Und da möchte ich jetzt gerne mal drauf eingehen. So, denn es ist ja nun mal so, natürlich ist es richtig, dass wahrscheinlich von 10 Leuten, die zu mir kommen, 9,5 Leute niemals in eine Situation kommen, in der sie Selbstverteidigung benötigen. Es gibt aber auch viele Leute, die kommen zu mir, die waren in einer Selbstverteidigungssituation und es hat nicht geklappt und möchten jetzt einfach für sich, vielleicht auch aus psychologischen Gründen, da etwas ja, gestärkter hervorgehen. Ja, Selbstbehauptung ist ja das große Thema. Muss man dafür Wing Chun machen? Nun ja, ist immer die Frage, was man erreichen möchte. Also Wing Chun an sich und auch das Konzept der Selbstverteidigung schafft ja auch ein gewisses Mindset bei jemandem im Kopf. Ich gehe doch ganz anders in Situationen hinein oder auch kann vielleicht Situationen anders einschätzen, wenn ich entsprechend ausgebildet wurde. Und genauso wie Karate oder Judo oder in anderen Kampfsportarten auch, so ist es eben auch bei uns im Wing Chun-System so, dass es sich als eine Art Ausbildung versteht. Ich fange irgendwo am Anfang an, gehe in die Schule rein und arbeite mich in dem System nach oben. Ja, und bei den Budo-Sportarten gibt es nun mal die Gürtel und irgendwann hast du deinen schwarzen Gürtel und dann bist du schon relativ, dann bist du quasi, hast du wie ein Fliesenleger oder wie jemand, der Elektriker ist, eine Meisterprüfung abgelegt, ja, so ist das und dann bist du, ja, hast die entsprechende Erfahrung und kannst auch mit den entsprechenden Dingen und Situationen anders umgehen. So, und das ist ja auch etwas, was den Geist stärkt. Also alleine zu sagen, ich betreibe Wing Chun für die Selbstverteidigung, wenn ich vielleicht angegriffen werde, ist vielleicht etwas kurzsichtig gedacht. Natürlich ist das Verkaufsargument, dass man sagt, ja, Selbstverteidigung und klar, sicher, dann kannst du dich verteidigen und du weißt jetzt, wenn dich jetzt einer angreift, jetzt kommt einer, du gehst nach Hause mit deiner Sporttasche und jetzt packt dir einer auf die Schulter und sagt, Geld her, jetzt weißt du genau, wie du reagieren musst und Wing Chun ist super, weil du musst dich nicht erst vorher dehnen und warm machen und so weiter und so fort. Wir sind sofort aktiv, wir sind eine Waffe, die sofort immer schussbereit ist und so weiter und so fort. Natürlich ist dem so und das ist natürlich auch ein Verkaufsargument, aber Wing Chun ist natürlich noch viel mehr. Ne? Wing Chun stärkt den Geist, Wing Chun stärkt den Spirit. Es ist ein Körpergefühl. Du hast ein ganz anderes Körperempfinden für dich selber. Ja, also es ist etwas kurzsichtig gedacht, wenn man sagt, ich betreibe Wing Chun und zahle für ein Selbstverteidigungskonzept ja so viel Geld für eine Situation, die niemals eintritt. Ja, das ist ja das Problem im großen Leben. Wir haben ja keine Kristallkugel. Wir wissen nicht, ob diese Situation jemals eintreten wird. Nur wenn du in einer Situation
oder in einem bestimmten Metier entsprechend ausgebildet wurdest, dann kannst du diese Situation auch vielleicht komplett anders einschätzen. Du weißt, ich muss jetzt nicht bei den drei Leuten, die da vorne stehen, vorbeigehen. Ich habe ein gesundes Gefahrenradar, ich kann die Straße wechseln. Ja, du weißt, wie du dich in bestimmten Situationen verhalten musst. Und wenn es nur darum geht, da kommt mir einer zu nah, ich nehme schon mal die Hände nach oben in den positiven Bereich, ja, was man vielleicht ohne Wing Chun nicht gemacht hätte. Also, es ist deutlich weiter zu fassen als das. Ich danke dir trotzdem für deinen super Kommentar. Du bist ja mal fleißig dabei zu kommentieren. Das freut mich natürlich sehr. Ich freue mich sowieso, wenn die Community super ist. Für alle Leute, wenn euch das Format gefällt, auch in diesem Video sage ich das wieder. YouTube sagt, man soll das so machen. Man kann jetzt auch Mitglied bei mir werden. Also wenn ihr Teammitglied werden wollt, wenn ihr Teil des Teams werden möchtet, dann unten kann man die Mitgliedschaft beantragen. Und es gibt die Funktion des Super Thanks. Also wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, wenn euch der Content gefällt, ja, der immer gratis für euch ist, aber ich hoffe niemals umsonst, dann kann man hier irgendwo auf so einen Tab drücken. Und da kann man vielleicht auch einen kleinen Obolus dalassen. Alles freiwillig. Aber man sollte darauf hinweisen. Ich danke euch für den Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, euer Dom. Ciao.